willkommen hier in meinem Telefon zu Monster Hunter Stories. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. So, ich habe nämlich jetzt eine neue Aufnahme gestartet, mitten in der Nacht. Fragt wieder nicht, wie spät es ist, also kurz vor drei. Und wir müssen theoretisch eigentlich jetzt den Gildenmeister Bericht erstatten von unserem glorreichen Sieg über das Monster, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Aber ich würde sagen, wir gucken uns vielleicht erst mal kurz hier noch am Strand der Monsterebene um. Guck mal, da hinten ist ein Turm. Ich möchte da hin, aber da können wir nicht hin, ne? Guck mal, hier gibt es nämlich auch Monster im Wasser. Und da haben wir Gilde Garant. Da werden wir gleich nochmal reingehen. Weil die Hauptquest sagt, erstatte den Gildenmeisterbericht. So, pass auf. Aber mich interessiert, was uns hier alles noch erwartet. Es ist sehr, sehr, sehr leise. Und vor allem interessiert mich auch dieses Schiffswrack, was hier steht. Ob es da noch irgendwas gibt. Ob es da Monster gibt, ich weiß es nicht. Weil auf der Monsterebene waren wir bis jetzt noch nicht so wirklich. Da haben wir auch noch nicht so wirklich viel gesehen. Großes Fass, was auch immer wir damit tun werden. Weil das ist ein relativ neuer Bereich. Da müssen wir uns erstmal umgucken. Wir können, glaube ich, auch nicht auf das Schiff, ne? Ich laufe jetzt einmal drumherum. Nee, sieht schlecht aus. Ach, doof. Sehr schade. Ja, ja, schwimmen können wir auch nicht. So, pass auf. Pass auf, pass auf. Ich würde tatsächlich erstmal hier noch ein bisschen rumgucken. Ach so, und ich wünsche euch da draußen viel, viel Spaß im Übrigen. Ach, das ist ein Monsterbau. Ich habe überlegt, was die schwarze Spalte an dem Baum ist. In meinem Kopf gehen schon wieder sehr kranke Gedanken um sich, ne? Die Baumspalte, ne? Die Vagina des Baums. Es war ja unten... Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Wir bauen jetzt einfach erstmal was Schockierender. Wir bauen jetzt erstmal irgendwas ab. Ich glaube, das Lagombi hier drin wird krank, wenn wir zu lange hier drin sind, ne? So, dreimal Honig. Irgendwas schwamm doch hier durch. Egal. Egal, egal. Ist auch ein einfacher Monsterbau, aber wir nehmen jetzt trotzdem nochmal ein Monster mit. Können wir hier noch irgendwo hin? Uff. Oder? Nee, warte mal. Oder wir können da oben nochmal hin. Ich bin ein wenig verwirrt. Scheiße! Wir müssen so ein bisschen aufpassen. Ach, Lagombi, Mann! Ich glaube nämlich, wenn wir zu lange in dieser Suppe sind, das hatten wir ja schon mal, da war das Lagombi so ein bisschen dezent vergiftet. So, pass auf, wir steigen jetzt erstmal ab, denn er kriegt es ja offensichtlich nicht richtig hin alleine. Siehst du, da habe ich nämlich noch was gesehen. Fernglas. Haha. Ich glaube, hier oben ist zwar nicht mehr. Nee, sind wir jetzt schon wieder unten? Ja. Stimmt, die Narcilla haben wir ja das letzte Mal schon ausprobiert. Komm, eigentlich müssen wir jetzt auch mal kämpfen. Ich weiß gar nicht, haben wir mit denen schon mal gekämpft? Abzeros, doch, ich glaube. Ich weiß zwar nicht, mit welchem Angriff wir die bekämpft haben. Hat so ein bisschen, der Kopf hat so ein bisschen was von der Schildkröte, oder? Siehste, es ist nämlich vergiftet. Es ist nämlich einfach vergiftet. So, pass auf. Wir könnten tatsächlich einfach mal Schneeball werfen. Kennt die vielleicht gar nicht. Hier in ihrem tropischen Gebiet kennt die keinen Schnee. Und ich werde einfach mal mit Kraft draufklöppeln. Denn wir wissen tatsächlich jetzt auch nur, oh, damit Kraft kennen. Wir wissen tatsächlich auch noch gar nicht, wie gut unsere neue Ausrüstung ist. Denn ich glaube, da haben wir uns nämlich auch ein bisschen verbessert. Dem Lagombi geht's echt nicht gut. Ich glaube, das ist ein Monster, was wir in diesen Monsterbauten vielleicht tatsächlich gar nicht so einsetzen dürfen, weil es sich sonst vergiftet. Okay, sehr gut. Dann werden wir jetzt mal zum Ei. Aber ist natürlich auch, wenn wir hier jetzt in dieser Suppe kämpfen, wo komme ich denn jetzt lang? Ah, ich habe ja schon wieder verlaufen, ne? Ich glaube da hinten, ne? Pfefferschote. Ach, das arme Lagombi. Was war denn hier jetzt? Hä? Da war doch nichts.
Die habe ich nicht für voll genommen. Was seid ihr denn? Alter Rott. Also wir haben jetzt irgendwelche Insekten aufgegabelt. Die wir einfach mal eben so zerquetschen. Ja, keine Ahnung, Geschwindigkeit vielleicht. Ob wir sowas mal ausbrüten, so ein komisches Insekt? Weil da hätte ich ja gar keine Lust drauf, ne? Da hätte ich gar keine Lust drauf. Irgendwas mit Tischlerkäfer haben wir bekommen. So, pass auf, jetzt laufen wir jetzt mal questmäßig. Questmäßig, nein, Quatsch. Was wir uns vorgenommen haben. Es ist spät. Da funktionieren manche Dinge in meinem Kopf noch weniger als sonst. So, es sieht aus, als gäbe es keine Monster, alles klar. Ich glaube, dem Lagombi geht es jetzt auch wieder besser. Und wir werden jetzt einfach schon mal absteigen. Ja, lauf doch schneller. Du darfst auch rennen. Oh, Insekten. Insekten sind immer gut. Fangen. Insektenhülse. Da frage ich mich immer bei Insektenhülse. Sind das einfach irgendwelche abgestorbenen Insekten? Danach klickt's ja, ne? Es mieft ist ziemlich leicht. So, was nehmen wir denn? Überraschung. Ich wollte gerade fragen, was nehmen wir denn für ein Ei? Oh, das ist aber hübsch. Doch, komm, das nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir jetzt mit, weil es hübsch aussieht. So, ich frage mich, ob wir vielleicht ungesehen wieder dran vorbeikommen. Das haben wir ja schon mal gemacht. Oh, die Krone. Nein! Mutti hat uns erwischt. Hat starke Körperattacke. Ja. Wir sind stärker. Können wir den Honig noch mit einsammeln? Schade. Also wenn wir ein Ei in der Hand haben, können wir tatsächlich auch keine anderen Sachen mitnehmen. Sehr, sehr, sehr schade. Na gut, dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt den Monsterbau und zack, raus. Wäre die Überlegung, wollen wir jetzt nach Gildegaran zurück und dem Gildenmeister Bericht erstatten? Das macht am meisten Sinn, ne? Das macht am meisten Sinn. So, da unten den Katzavana-Stand haben wir schon aktiviert. Ja, pass auf, dann gehen wir wieder in die laute Stadt Gildegaran. Aber ich finde diese Stadtmauer doch einfach so geil, ne? Ich finde sie so cool gemacht. Oh Leute, ich habe schon wieder Hunger. Es ist doch unnormal, ne? Wenn du nachts um 3, dass du Hunger hast. Ach Leute, Mann. Ich glaube, ich werde mir tatsächlich jetzt gleich nochmal ein Brot machen. Oh, das gibt's doch nicht. So, Pfefferschote. Es lag bestimmt hier an den Substanzen, die wir hier mit eingesammelt haben, die so lecker klingen, wie Pfeffer und Co. Das hat den Appetit angeregt. Ach Leute, ab nach Gildegaran. Ich mache schon mal einen Ticken leiser, weil Gildegaran eine Stadt ist, die sehr, sehr laut daherkommt. So. Und unser Monster werden wir wahrscheinlich schon wieder im Stall abgegeben haben. Herzlich willkommen in Gildegaran. So, wir kommen wieder zum Gildenmeister. Folge dem Pfeil. Na, seid ihr jetzt eigentlich uns schon besser eingestellt? Netter Opa, das sieht immer aus wie ein junger Mann, das sieht nicht aus wie ein Opa. Hallöchen, Grünschnabel. Hast du schon von dem Melynx gehört, der eigenartige Objekte verkauft? Er gleitet durch die Gassen wie der Schatten des Todes. So ein lieber Junge. Ach, der sieht doch nicht aus wie ein Opa. Oh. Aber ich glaube, die Gildegaraner mögen uns immer noch nicht. Ich bin verwirrt. Wo komme ich denn da hin? Nee, da schon mal nicht. Ist doch durch die Händlergasse durch. Ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Oh, warte. Was ist mit dir? Ich werde auf das hören, was die Gilde sagt. Aber das heißt nicht, dass ich dir vertraue. Ich hab dich im Visier. Okay.
Okay, okay. So, aber wer hat denn hier jetzt ein Ausrufezeichen über dem Kopf? Ja, das habe ich doch schon gehört. Das ist okay. Ihr trinkt ein Bier. Willkommen in unserer... Oh, du bist. Ich habe gehört, dass die Gilde sagt, dass du in Ahnung bist. Roberto? Oh, er lebt in der Nähe des Gebetstopfes. Das Haus mit der blauen Tür. Das habe ich dich doch schon gefragt. Aber, ach so, er vielleicht. Irgendwer hat ein... Ach so, Questbrett. Ach, ich bin dämlich. Ich bin auch dumm. Ja gut, ich wollte rauskriegen, zu wem hier jetzt das Ausrufungszeichen gehört. Oh hey, wirst du dir meine furchtbar tragische Leidensgeschichte anhören? Hast du von der Königslutroten gehört? Sie leben tief in der dunkelblauen See. Es war gelähmt und ich war nur einen Schlag davon entfernt, es zu erledigen. Doch dann rannte es fort. Fort, fort, fort! Wo rannte es hin? Wo rannte es hin? Ja, ja, fort, fort, fort. Und wir haben es erledigt. Normale Nebenquests. Ah, vielleicht können wir... Ach so, hier gibt's neu. So faszinierende Rakete. So, wir können im Winterwendetunnel noch was tun. Ja, pass auf, das machen wir. Und prickelnde Zungen. Liefere 2 Pepezungen. Das ist ja auch schon wieder sehr grenzwertig. Also den Pepes die Zungen rausschneiden. Oh, wir haben sogar Zungen bei uns schon. Na, dann reichen wir die Quest mal ein. War mir so nicht bewusst, dass wir Pepezungen mit uns mitschleppen. Mit Megatrank und 500 Zenny. Haben wir noch irgendwas, was wir... Warte mal. Können wir jetzt auch spezielle Nebenquests? Können wir immer noch nicht. Weil, dann verstehe ich nicht, warum jetzt das Ausrufungszeichen... Oder das... Ja, warum das Ausrufungszeichen da immer noch steht. Egal. So, pass auf. Ich muss jetzt den richtigen Weg finden. Da lang. Da lang. Ja. Na, mein Junge? Ach, ist der Ober. Gut, aber der sieht es anders, wie ein bisschen älter ist. Oh, 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 oh. Machst du einen Spaziergang mit deinem Monsterschätzchen? Ha, wie schön. Das sind die Kinder. Ich glaube, die sagen alle nichts anderes, oder? Der Gildenmeister hat allen Bescheid gegeben, dass das Kind mit dem Monster keine Gefahr ist. Na gut, ich schätze, du bist doch nur ein Kind. Tut mir echt leid wegen vorhin, Süße. Ja, nur ein Kind, nur ein Kind. Ja. Guck mal, ich bin größer als der hier. Der Gildenmeister ist vorne in der Jägergilde. Die Autorenhalle ist auch dort. Sie ist jedoch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Ja, das ist schön, du kleiner... Scheißklug. Scheißklug? Nee, neunmal klug. Oh, Scheißklug, was ist ein Scheißklug? Oh, Leute, so, wir sind jetzt in der Jägergilde. Ah, vielleicht aber hier die Autoren. Nur wir können noch nicht rein. Was ist das für ein Ort? Völlig falsch gelesen. Och Leute, Entschuldigung, ich habe Hunger. Wenn ich Hunger habe und wenn es spät ist, dann setzt bei mir in meinem Kopf alles aus. Also, nochmal. Was für ein Ort ist das? Gruseliger. Ja, wir sollten nicht dorthin gehen. Wir können auch nicht dorthin gehen, mein lieber Naviro, die Tür ist zu. Die Autoren erforschen Monster und Sammelpunkte. Es gibt Autoren, die sich auf Feldarbeit spezialisieren. Die reisen überall hin. Oh, das ist schön. Und ich habe Hunger. Ich habe einfach Hunger. Oh, ich leide. Leute. Was? Ich habe gar kein Monster mehr bei uns. Ich habe nur noch eine Katze mit mir. So, Leute, ich werde mal eine neue Aufnahme machen. Und ich muss mir jetzt einfach echt meine Käsestulle machen. Entschuldigung. Ich habe Hunger. Kennst du das? Wenn in deinem Magen, wenn du gefühlt, wenn in deinem Magen ein Monster sitzt, was sagt, du isst jetzt sofort oder ich rebelliere. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr zwischen den Zähnen. Aber dieses Käsebrot, oh, es war einfach so gut, dass ich mir fast noch ein zweites machen wollen würde. Ich mag Käse. Mögt ihr Käse? Egal. So, jetzt wieder zum Wesentlichen. Während ich nämlich gegessen habe, habe ich einfach mal so ein bisschen im Menü hier mal so ein bisschen rumgeguckt und ich habe hier in der Monsterklopädie der wilden Monster tatsächlich etwas entdeckt, wo wir bis jetzt noch nicht waren. Guck mal, bei jedem der Monster, ich habe jetzt die ersten zwei hier schon eingesammelt, gibt es nämlich einfach noch einen Bonus, den wir noch nie eingeholt oder abgeholt haben. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was wir jetzt bei den beiden bekommen haben, weil ich den mal gegessen habe und einfach so konzentriert auf diese Käsestulle war. Aber wir werden jetzt einfach ganz schnell hier, siehst du, ist nämlich überall ein Bonus. Achso doch, ich glaube bei denen gab es Wetzstein und bei dem Fernglas vielleicht? Irgendwie sowas. Leute, warum haben wir die nie abgeholt, den Bonus?
Ich weiß es nicht. Pass auf. Ja, ich weiß. Das wird jetzt wieder für die einen oder anderen ein bisschen langweiliger werden. Pass auf. Ich werde das einfach ganz schnell jetzt hier. Weil mir nämlich auch aufgefallen ist, dass ich eigentlich während der Kämpfe sehr, sehr wenig anderes Zeugs einsetze. So wie zum Beispiel Blitzbomben oder sowas. Ist mir nämlich aufgefallen, als ich gerade in den Kampfbeutel reingeguckt habe. Und ich habe mich gefragt, warum mache ich das so? Langweilt euch das, wenn ich nur normal kämpfe? Aber ich habe einfach den Eindruck... Giftmesser. Ich habe einfach den Eindruck, wenn wir... war vielleicht gut. Also das ist immer noch das beste Monster. Ich habe einfach den Eindruck, dass diese Sachen, wie zum Beispiel eine Blitzbombe, die halt irgendwie, glaube ich, blind machen kann, nichts bringt. Sie bringt einfach nicht so. Kronkorken, der steckt dir am Zahn oder wie? Und deswegen setze ich die auch nicht ein, weißt du? Schöner Magen. Du hast aber einen schönen Magen. Ah, genau, das ist der Königslutrot, den wir das letzte Mal besiegt haben. Um den geht's. So, pass auf, ich bin gleich fertig. Was ist das denn? Nessilla. Aber wie unbekannt, wir haben sogar eine. Ja, den rosa Ratjan, den haben wir bis jetzt gesehen, aber der ist noch zu stark. Der wäre sogar schlüpfbar. Oh Gott, du hast aber ein schönes Horn. Yeah, wir gehen gleich zum Gildenmeister. Könnt ihr euch an den noch erinnern? Den finde ich geil. Der ist sogar schlüpfbar, Leute. Oh, ich will Nagatschuka haben. Oh, ich will den will ich haben, Leute. Wo kriegen wir den her? Wo gibt's den? Ich weiß es nicht. Oh, das ist ein cooles Monster. Der ist geil. Der sieht cool aus. So, und hier bei den Monstern, siehst du, haben wir nämlich auch einen Bonus. Warum habe ich denn das alles nicht eingeholt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber der hilft jetzt auch nichts, sich darüber aufzuregen. Ich werde jetzt einfach ganz schnell. Dann haben wir das nämlich erledigt. Kritische Perle. Oh Gott, Leute. Was ist die kritische Perle? Oh Gott. Er sieht ja irgendwie sehr eigenartig aus von vorne, ne? Aber er auch. So sieht er aus. Ne? Okay, gut. Lass mir solche Verrenkungen. Aber ohne Witz. Ohne Witz. Okay, lassen wir das. Den finde ich echt cool. So, pass auf, Leute. Ich werde euch jetzt nicht weiter quälen. Entschuldigung. Sondern wir gehen jetzt... Oh, es ist so schön hier. Es ist einfach toll. Zum Gildenmeister. Der so ein bisschen mit dem ältesten offener verwandt zu sein scheint. Hey, ho. Du scheinst eine Kraft zu sein, mit der man rechnen muss. Ja, nicht schlecht, oder? Meine Schnurrhaare zittern vor Aufregung. Wohl wahr. Es war eine aufwühlende Leistung. Du bist wahrlich kein durchschnittliches Kind. Hey, ho. Vielleicht eröffnet uns das neue Möglichkeiten in der Zukunft. Früher schon sind Rider hierher gekommen und wollten mehr von der Außenwelt wissen. Die Leute haben sich immer riesig darauf gefreut. Hey, ho. Mehr? Wirklich? Trotzdem, ja, trotzdem haben sie aufgehört herzukommen. Die Sitten derer, die Monster jagen und derer, die Monster aufziehen, sind sehr unterschiedlich. Hey, ho. Wahrlich, es ist kompliziert, eine so unterschiedliche Kultur zu verstehen. Und so beschlossen wir, unsere Leben getrennt zu leben. Hey, ho. Aber die Zeit verging und wir vergaßen einander. Wir isolierten uns und verloren den Kontakt. Also... Achso, Charakterwechsel, Entschuldigung. Oh, ja, so ist es, wenn man ab und zu mal hochguckt, dann vergisst man irgendwie, was hier los ist. Also, dass wir hierher gekommen sind, ist wie eine neue Chance. Korrekt? Nun, könnt ihr Leute euch wieder neu kennenlernen? Fantastisch! Kann schon sein. Aber das wird keine einfache Aufgabe. Hey, ho! Die Jäger werden schockiert sein, wenn sie von der Existenz der Rider erfahren. Hey, ho, du, wir haben inzwischen mittlerweile mit fast jedem hier in diesem Dorf geredet, in dieser Stadt geredet. Ich glaube, es weiß jetzt mittlerweile jeder von der Existenz von uns, von den Monstern und von unserer Katze, die wir mit uns führen. Als erstes müsst ihr ihre Befürchtungen beschwichtigen. Tatzen sicher. Ich will, dass jeder hier meinen Kumpel kennenlernt. Der Kumpel, der im Übrigen nie redet. Und ich möchte, dass mein Kumpel alles über Jäger lernt. Sehr gut, sehr gut. Ich werde dafür sorgen, dass ihr auf eine weitere Quest gehen werdet. Hey, ho. Wenn wir hier fertig sind, solltet ihr euch das Questbrett anschauen.
Hey, ho. Vielleicht können wir jetzt diese speziellen Quests machen, diese großen, also wirklich mit den großen Monstern. Das wäre toll. Fantastisch. Danke, Opa. Ich befürchte, das ist alles, was ich für euch Jungspunde tun könnte. Tischkante. Hey, ho. Ob ihr nun mit den Stadtbewohnern klarkommt, ist euch überlassen. Hey, ho. Weiter so, junger Ryder. Ich bin bei dir, Kumpel. Du musst dir keine Sorgen machen. Also dann, lass uns unsere Mägen füllen, ehe wir losziehen. Ja, unbedingt speichern. Was ist das für eine dumme Frage? Am nächsten Tag. What is happening? The next day. Reverto, der ist ja ein bisschen faul, haben wir mitbekommen. Und dann auch so eine Haushälterkatze. Wow, du hast eine Jägerquest abgeschlossen. Ryder, genau so. Ryder können wohl auch ziemlich krass sein, schätze ich. Ja, und das schätzt uns nicht. Vielleicht solltest du auch auf meine Quest gehen, Kind. Hä? Noch eine Quest? Fantastisch, wir sind allzeit bereit. Meine Quest ist ziemlich kompliziert. Ich weiß nicht, ob ihr aus dem richtigen Holz dafür geschnitzt seid. Geht und sammelt ein paar Pilze im Babda-Regenwald. Der verarscht uns doch, oder? Der hasst uns. Der will uns... zwei mögliche Gedanken hatte ich jetzt in meinem Kopf. Entweder er gibt uns irgendwie eine Quest, die sehr, sehr, sehr schwierig zu erledigen wäre, weil er gedacht hat, wir sterben dabei. Oder er will uns einfach hier loswerden, ne? Er schickt uns jetzt einfach in den Wald und denkt, wir können keine Pilze sammeln. Pilze sammeln? Was ist daran denn bitte schön kompliziert? War das ein Witz sein? Mann, du verstehst es einfach nicht, oder? Ich bin total ernst, Kumpel. Mia! Du bist keinesfalls so ein toller Jäger, wenn du so etwas kompliziert findest. Ich hab's dir doch gesagt, Kumpel. Ich bin einfach nur Roberto. Nicht lange nachdenken, einfach machen. Sehen ist glauben, weißt du? Also, tut ihr es? Prima Sache, Kind! Nun, dann überlasse ich es euch mal. Ich werde ein Nickerchen machen. Ich bin ziemlich schläfrig. Meine Güte, was für ein nutzloser Typ. Na gut, wenn du auf diese dumme Quest gehen willst, komme ich wohl besser mit dir mit. Lass uns genug Pilze finden, um ein Fatales zu füttern, Kuppel. Das ist ja mal eine spannende Quest, Leute. Wir müssen jetzt Pilze sammeln. Nicht dein Ernst, oder? Hey, Kleiner. Ich hatte vergessen, es dir zu erzählen. Aber diese Blaupilze sind nicht so mein Ding. 1A-Pilze hingegen sind ganz großes Kino. Aromatisch aus der Pfanne und super lecker geschmort. Ich zeichne dir auf der Karte ein, wo du sie finden kannst. Den Rest überlasse ich dir und deinem Navi. Oh. Irre-Pilz-Odyssee. Das ist auch mal Titel, ne? Also, die Irre-Pilz-Odyssee, auf die wir uns begeben werden. Warum denke ich da schon wieder an irgendwelche halluzinierenden Pilze? Ich weiß es nicht. Du hast eine Herausforderung... Oh, diese Ironie, Leute. Diese Ironie ist schon wieder fantastisch, ne? Du hast eine herausfordernde Quest von Roberto angenommen. Oder zumindest dachtest du das. Aber vielleicht... Ich meine, 1A-Pilze sind vielleicht noch andere Pilze. Vielleicht werden hier von irgendwelchen krassen Monstern bewacht. Kann ja auch sein, ne? Pilze sammeln im Babda-Regenwald. Es klingt nicht allzu schwierig, aber vielleicht gibt es hier einen versteckten Plan. Oder der will uns einfach loswerden. Der will uns aus der Stadt raushaben. Du bist echt komisch. Du bist richtig komisch, Leute, ne? Ach, meine Lieben, ich glaube, unsere Zeit ist schon wieder rum. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der heutigen Folge. Ich werde mich jetzt einfach hier mal ins Bett legen und... Oh, warte mal. Wobei, was willst du denn? Ich habe ein Ei, stimmt. Ich habe ein Ei. Habe ich ein Ei? Ich habe ein Ei! Das brüht mal schnell doch mal aus. Komm heraus, mein Kind. Ich werde dich lieben. Ja, ich werde dich ganz unbedingt lieben. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Gib Cirrus! Ist ein Monster. Ach du Scheiße. Warum seht ihr einen kleinen... Der sieht ja... Leute... Ich kann mich sehr gut mit diesem Spiel identifizieren. Ich sehe nicht nur aus wie dieser komische Ofen, sondern auch wie diese Monster. Oh, Leute. Aber von vorne, ich weiß nicht, woran er mich erinnert.
An irgendwen erinnert er mich. Ich weiß so gerade nicht, an wen. Also, in klein sah er wesentlich besser aus, aber wir werden ihn lieben. Nein, ich will ihn nicht umbenennen. Nein, 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 nein. Fertig. Wir wollen ihn nicht umbenennen. Ach, ist okay. Ach, Himmelarsch. Warte mal, nein, doch, warte mal. Ach, ich bin gerade dämlich. Ja, ja, es ist 3.18 Uhr und es wird Zeit für mein Bett. Ja, ja, willkommen zurück. Also, wir gehen jetzt mal in die Monsterverwaltung und wir werden uns das jetzt mal angucken. So, da ist es, da ist es, da ist es. Und wir gucken uns die Fähigkeit mal an. Blitzer, das kann alle Gegner für 3 Runden blenden. Jetzt ist die Frage, ziehen wir uns den mit ins Team? Wir gucken uns erstmal die Geninfo an. Also, irgendwas mit Wasserkanner und Donner. Also, nein, das Lagombi will ich ja behalten. Da haben wir die Nasilla noch. Wir haben auch noch den Jan Kutku. Wir könnten ihn tatsächlich gegen den Jan Kutku austauschen. Yes, und speichern. Weil wir haben ja noch ein paar starke Monster, die mit im Team sind. Ja, ja, stelle sicher. Und da bin ich ja sehr gespannt jetzt drauf, wie sich der dann gestaltet. Wir gucken uns jetzt nochmal an, weil wir haben ja den roten Kezu auch noch. Also, Lagombi ist sehr, sehr stark. Den Azuras haben wir auch immer noch, der ein bisschen mitlevelt. Den Kezu finde ich nach wie vor immer noch sehr, sehr gut. Nasilla weiß ich noch nicht genau, ob sich das lohnt zu behalten. Aber, ne, wir müssen zumindest mal ausprobieren. Er sieht echt komisch aus. Ach Leute, pass auf, ich gehe jetzt in mein eigenes Bett. Also, er geht in sein Bett und ich werde auch gleich in mein Bett gehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der heutigen Folge. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach... Geh doch jetzt ins Bett. Geh doch da jetzt rein. Himmelarsch, leg dich doch da jetzt schlafen. Geh jetzt ins Bett. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach wieder auf diesem Kanal vorbeischaut zu Monster Hunter Stories oder irgendeinem anderen Format. Und jetzt, meine Lieben, genießt den Tag, seid ein bisschen dirty und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne noch ein Abo dalassen. Da würde ich mich auch sehr, sehr, sehr freuen, denn ich schätze alle meine Abonnenten sehr und alle, die auch immer mal wieder vorbeikommen. Also, meine Lieben, seid ein bisschen dirty. Was für eine hässliche Eigenwerbung. Tschüss!